Vielen Dank, Luca Giuliani, für diese wunderbare Einführung. Danke auch Michael Marx, dass ich mit ihm heute Abend sprechen kann und nicht nur mir selber zuhören muss. Danke Ihnen allen für Ihr Kommen an einem regnerischen, nassen Berliner Abend. Und wir können Sie hoffentlich etwas in die Wüste entführen. Der Koran ist das erste arabische Buch. Aber was gab es vorher? Nun, in der Tat treten die Araber in der Geschichte ein Jahrtausend vor Christi auf. Man hat sie in assyrischen Königsinschriften. Dort tauchen sie auf als oft sehr aufrührerische Vasallen. Sie haben gerade eben das Kamel domestiziert. Und sehr oft sind sie übrigens von Königinnen regiert, die dann ihre Spuren in den Königsinschriften hinterlassen. In der arabischen Halbinsel findet man Felsgraffiti von frühen Wanderern in allerlei Alphabeten. Und das geht bis ins 6. Jahrhundert, nachdem sie bei den Assyrern Kameltruppen waren, arrangieren sich die beiden größeren Großreiche der Spätantike, Byzanz und das sassanidische Iran, mit ihnen und küren verschiedene Dynastien als Grenzposten. Das ist eine Zeit, in der auch die ersten arabischen Städte entstehen. Also vorislamische Araber sind keineswegs immer nur Beduinen, es gibt Stadtkulturen. Aber die große Mehrheit sind ein Leben im Stammesverband, sind Stammesgesellschaften, die keine Oberhoheit haben. Es gibt viele Föderationen und Fehden. Und aus diesem 6. Jahrhundert stammen unter anderem Inschriften. Das ist eine frühere, das ist eine spätere, das ist eine der drei vorislamischen arabischen Inschriften. Man sieht schon ein bisschen das beginnende Arabisch, ist dreisprachig. Hier haben wir etwas arabische Kalligraphie und da. Und das Arabisch, hier ist es umgeschrieben, ist noch etwas holprig, aber im Prinzip schon so, wie es dann später aussehen wird. Aber sehr viel wichtiger, in diesem 6. Jahrhundert gibt es die erste arabische Dichtung. Das ist die früheste Zeit, das Gedicht hier in der Übersetzung von Goethe mit etwas Hilfe. Sein Arabisch war nicht so fließend, er hatte einen Arabisten, dem er den Text entnahm und dann auf goethische Art und Weise verbesserte. Es ist trotzdem aber sehr genau und sehr gut übersetzt. Und an diesem Gedicht, obwohl es ein recht frühes ist, eines der frühesten, das wir haben, also ungefähr Mitte 6. Jahrhundert, kann man bereits die Wortkunst sehr gut sehen. Es ist ein Rachegedicht. Unter dem Felsen am Wege erschlagen liegt er, in dessen Blut kein Tau herabträuft. Und in der 18., wir haben ja Anfang, Mitte und Ende, 28 ist der letzte Vers, und hat der Huzelite ihm zu verderben die Lanze gebrochen, weil er mit seiner Lanze den Huzeliten zerbrach. Die Dichotomie zwischen dem Zurechenden und dem Rechenden, im nächsten Vers 21 hier zitiert: Nun aber sind gemordet vor mir die Huzeliten mit tiefen Wunden, mürbe macht mich nicht das Unglück, es selbst wird mürbe. Hier die gleichen Worte angewandt auf den Dichter und auf das hier personifizierte Schicksal. Es wird also bereits sehr abstrakt. Der letzte Vers: Und die edelsten Geier flogen daher, sie schritten von Leiche zu Leiche und im reichlich bereiteten Mahle nicht in die Höhe konnten sie steigen. Beginnt eine Metapher, die sich durch den gesamten Korpus der Lobdichtung zieht, nämlich die Geier, wie sie den siegreichen Armeen folgen. Und das ist von jedem nachfolgenden Dichter dann weiter verarbeitet, bis bei Utmam in der abbasidischen Zeit, also 9. Jahrhundert, es dann nur noch heißt, dass hinter den schwarzen Bannern der Abbasiden ein weitere Banner folgen, und das sind eben die Geier in Erwartung der siegreichen Armee, und das ist indirektes Lob. Also hier haben wir auch bereits den Beginn einer langen Textkultur, die immer wieder aufeinander Bezug nimmt. Damit man aber auch ein bisschen davon hören kann, rezitieren wir jetzt nicht wir, sondern für Sie. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراط لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي كأني غداة البين حين ترحلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. Das war die Walracherin im Kreis, also eines anderen sehr frühen Gedichtes. Nun, das erste Gedicht war über Rachename. Das ist eine typischerweise eine Sache, die vom Islam später verboten wird, Blutrache. Eine andere Sache, die verboten wird, ist die Totenbeweinung, besonders die extreme Totenbeweinung, weil dies gegen Gottes Gebot ist, sich mit dem Schicksal bzw. mit Gottes Willen abzufinden. Beide Formen der Dichtung werden aber trotz ihrer später unislamischen Botschaft zu Klassikern. Goethe beschreibt das erst als finster glühendes, von Rache gesättigtes Gedicht, und Sie haben es ja selbst gesehen. Gedichte haben sehr wenig Religiöses, sie haben einen Schicksalsglauben, einen dagegen gestellten Pessimismus, sind also keineswegs dazu nützlich, den Islam in irgendeiner Art und Weise zu vertreten, eher im Gegenteil. Trotzdem werden sie zur arabischen Klassik schlechthin. In der Totenbeweinung, und zwar von der Dichterin Khamsa, das ist eine der berühmtesten arabischen Dichterinnen, die in den Islam hinein ihren Bruder meistens, ihre vier Söhne und Mann sterben auch in den frühislamischen Schlachten, aber hauptsächlich wird von ihr der eigene Bruder beweint. Und einer ihrer Verse, wo sie ihn beschreibt, als sei ein Berg auf seinem Gipfel ein Feuer, als Zeichen, dass die Karawanen anzieht zur Bewirtung, also ist ein Lob der Gastfreundschaft. Dieser Vers wird von einem Philologen als bester je ausgesprochener Vers betitelt. Und ein anderer Vers von ihr ist ein Vers eines Lobgedichtes, auch mit einem etwas mit einer fantastischen Etiologie. Sie spricht den Belobigten an. Nie haben diejenigen, die Lobesworte gaben, egal wie wortreich, etwas erreicht, das nicht, wenn über dich gesagt, noch besser wäre. Dieser Vers wird von dem späteren Kalifen Abdelmalik, wir haben noch Gelegenheit, über ihn zu reden, als schlechthin als Modellvers für weitere Dichter gegeben, und zu ihm kommt El-Akhshar, das ist ein anderer der Großen, ist ein Christ, aber das tut nichts zur Sache. Und er sagt zu El-Akhshar, wenn du mich mit Falken oder Löwen verglichen hast, dann interessiert mich das nicht. Wenn du allerdings im Stil der Schwester vom Stamme Charit, das ist die Khamsa, gedichtet hast, dann heraus damit. Also sie wird zum Maßstab, und das ist eben diese heidnische Dichtung, die dann zur arabischen Klassik wird. Der Koran ist das erste arabische Buch, wurde bereits gesagt, und es mag paradox erscheinen, dass in der arabisch-islamischen Schriftkultur, Gelehrsamkeit, Tradition, die vorislamische pagane Dichtung Klassik wird. Wie kann das sein? Also wenn der Koran das erste arabische Buch ist, gibt es offenbar arabische Literatur vor dem Koran. Die altarabische Dichtung mündlich überliefert und dann in den ersten beiden Jahrhunderten verschriftlicht, festgehalten in Enzyklopädien und Diwanen, also Sammlungen von diesen altarabischen Gedichten. Das heißt, aus historischer Perspektive, wenn wir das Umfeld des Korans ergründen wollen, und es liegt nahe, etwa wie wir das in dem Akademienvorhaben unternehmen, beschäftigen wir uns stark mit christlich-jüdischen Zeugnissen, äthiopisch, syrisch, griechisch. Wir dürfen nicht vergessen, dass Westarabien, Mekka und Medina sozusagen in dieser Zeit eine mündliche Literatur, so wie es aussieht, kannte. Wir müssen davon ausgehen, dass die erste Gemeinde in dieser Literatur groß geworden ist. Wir können das im Übrigen auch dem Text des Korans anmerken. Die 26. Sure trägt üblicherweise den Titel Die Dichter, und hier gibt es tatsächlich Elemente, an denen sozusagen die erste Verkündigung mit der altarabischen Dichtung sozusagen in Konkurrenz tritt und in gewissem Sinne einen Fluch über sie ausspricht. Die Dichter, so heißt es in der 26. Sure, sind Menschen, die sagen, was sie nicht tun. Das heißt, es wird ihnen vorgeworfen, dass hier ein Ideal gepflegt wird, was sie in dem von Goethe übersetzten altarabischen Gedicht erkennen konnten, ein Heroenideal, was die Personen selber nicht einhalten. Das ist tatsächlich ein Fluch, sie sagen, was sie nicht tun, aber Dichter sind Dichter und sie drehen die Sache herum. Auf der einen Seite
ist das ein Freibrief für die Dichter, über alles Mögliche zu dichten, über Wein, obszöne Dichtungen, nämlich sie tun es ja nicht, man kann sie nicht dafür ahnden. Auf der anderen Seite kann dieser Spruch als Druckmittel gegenüber einem Mäzen benutzt werden, wie Ibn Rumi im 9. Jahrhundert wiederum das sehr klug tut. Ich zitiere sein Epigramm: Sie sagen, was sie nicht tun, als Beleidigung von Gott, mit dem man die Dichter beleidigt. Und nicht nur das, sondern sie sagen auch, was die Fürsten nicht tun, nämlich sich großzügig zu erweisen, allerlei andere Dinge, die im Lobgedicht auch vorkommen, aber die dann der Dichter eben bemerkt, dass der Fürst sie nicht ausgeführt hat. Das heißt, er verdient das Gedicht nicht. Andersherum braucht der Koran aber die Dichtung, nämlich der Koran ist schwierig, die Sprache mysteriös, mehrdeutig. Wie kann man dieses erste lange Dokument verstehen? Nun, man braucht frühere Texte und was tut man? Man sammelt systematisch die gesamte vorislamische Dichtung als Textkorpus, aus dem man dann den Koran verstehen kann. Die Konkurrenz zwischen altarabischem Stammesethos und der altarabischen Heroenfigur und der verkündeten Offenbarung liegt auch auf einer anderen Ebene. Sowohl die koranische Verkündigung als auch die altarabische Dichtung haben mündlichen Charakter. Wir werden auch sehen, damit ist nicht die Mündlichkeit gemeint, wie sie Jack Woody beschrieben hat oder sozusagen wie sie Ethnologen beschreiben in Volksepen, etwa Lord und Perry, die beiden Forscher haben das beim jugoslawischen Nationalepos untersucht und haben diese Oral Poetry, also das Weiterführen und Weiterschreiben, Weiterformulieren eines mündlich überlieferten Textes. Wir haben beim Koran und auch bei der altarabischen Dichtung eine etwas andere Figurierung, könnte man sagen. Beides sind Texte, die hochgradig poetisch sind und zum Beispiel durch Silbenstrukturen, Reimstrukturen bei der altarabischen Dichtung, das konnten Sie eben, glaube ich, ganz gut hören, durch Reim und Metren gewisserweise stabilisiert sind. Die Konkurrenz zwischen Dichtung und Koran ist eine rhetorische Konkurrenz. Im Koran selber ist von Tahaddi die Rede, einer Herausforderung, die sozusagen durch die Dichtung der altarabischen Dichter besteht. Der Koran nimmt also gewisserweise eine linguistische Herausforderung an, was auch vielleicht daran liegt, dass der Koran selber sich nicht als Buch versteht, sondern sozusagen als Verkündigungstext einer Verkündigung, die über mehr als 22 Jahre von einem charismatischen Sprecher einer entstehenden Gemeinde verkündet wurde. Diese Konkurrenz, Wettkampf, rhetorischer Wettstreit zwischen Koran und altarabischer Dichtung bekommt dann in den folgenden Jahrhunderten, vielleicht auch motiviert durch das christlich-jüdische Umfeld des Nahen Ostens, in dem ja bereits mindestens zwei Schriftreligionen etabliert sind, eine theologischere Konnotation, und es ist der altarabische Polyhistor Jahiz oder der islamische arabo-islamische Polyhistor, Universalgelehrte Jahiz im 9. Jahrhundert, der in einer Schrift das sogenannte Ijaz-Dogma bestimmt, also sozusagen die Vorstellung, dass kein Text literarisch, sprachlich, rhetorisch an den Koran heranreichen kann. Der Koran ist gewisserweise optimal literarisch konfiguriert. Man hat fast den Eindruck, es handelt sich hier auch um eine Art Beglaubigungswunder, das nach der islamischen Überlieferung ja dem Propheten fehlt und das ihm sozusagen durch die linguistische Makellosigkeit des verkündeten Textes dann sekundär in der dogmatisch hinzugeführt wird. So als ob sozusagen Mose als Vorgänger des Propheten durch seine Zauberei ausgewiesen wurde als Prophet, Christus durch Heilungen und der Prophet selber durch ein linguistisches Wunder. Und das ist nicht unbedingt eingängig, warum der Koran jetzt einzigartig sein sollte. Das Dogma existiert, das Ijaz, das Wort ist auch sehr unübersetzbar auf Englisch, ist Inimitability, auf Deutsch die Unnachahmlichkeit. Und das musste erklärt werden.
Das war wunderbares Wasser auf die Mühle der arabischen Poetik. Nämlich dann hat man einen relativ komplexen Text, manchmal schwer verständlich, manchmal auch sehr schön. Die frühen koranischen Suren sind mysteriös, es sind Wunschformen, es sind Verfluchungen, Gebete, Paradiesbeschreibungen und so weiter. Und das veranlasst zum Beispiel Barilani im 10. Jahrhundert eine Subhan-Sure und eine Ode nebeneinander zu stellen und Zeile für Zeile durchzuexerzieren, warum hier und dort der Koran besser ist. Und das ist gar nicht so einfach. Und darauf entsteht eben eine sehr interessante Seite der arabischen Poetik. Und wiederum ist der Koran, der eigentlich die Dichter verfluchen wollte, Wasser auf der Mühle der Dichtung. Aber wieder zurück zum Koran als Text. Der Koran hat diese doppelte Natur. Er ist auf der einen Seite ein Buch, ein handfestes Buch, ein Buch, bei dem die Schrift sehr große Rolle spielt. Auf der anderen Seite hat er eine mündliche Existenz. Und zur Schrift will ich noch mal ganz kurz sagen, was für einen Schrifttyp haben wir. Es gibt ja verschiedene Sorten von Schriften. Es gibt Schrift mit Wortzeichen wie das Chinesische, wo man ein gesamtes Logograph sieht und man nur aussprechen kann, wenn man die Sprache kann. Dann gibt es andere Schriften, die funktionieren phonetisch, das ist Laut für Laut. Man kann sie lesen, ohne sie zu verstehen. Und der Koran, das Arabische, gehört zur zweiten Sorte, ist eine phonetische Schrift, ist ein Alphabet, aber nicht ganz. Es ist ein Alphabet, bei dem einiges weggelassen ist. Zum Beispiel die ganzen Fallendungen. Und wir sprechen hier Deutsch, wir wissen alle, was Fallendungen sind. Das ist in manchen Sprachen schwieriger zu erklären. Die sind nicht geschrieben. Die Kurzvokale auch nicht. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Konsonantenalphabet. Nun, weniger ist mehr, weglassen erlaubt einen Text schneller zu lesen. Durch das Weglassen konturiert sich das Wort wie ein Hausschnitt. Das heißt, man sieht dem Wort von Weitem schon die Bedeutung an. Wir haben das in Computertiteln, Management, MGM zum Beispiel. Also es akzeleriert das Lesen, es macht es aber auch schwieriger, weil man im Lesevorgang, wenn man laut vorliest, wieder etwas dazu addieren muss. Die arabische Schrift ist aber eine sehr flexible Schrift, also sie hat wirklich dazu genutzt, allerlei Sprachen der Welt aufzuschreiben. Das geht von Malaiisch bis Afrikaans und heute sind noch hauptsächlich indoarische Sprachen damit geschrieben. Also sie ist eine flexible Sprache, man kann Buchstaben sehr leicht abwandeln und wie ich schon erklärte, sie ist reduktiv, einiges ist nicht da, man muss es zuaddieren. Aber dann entsteht die Frage, bei so einer Sorte von Konsonantenalphabet, wie nützlich ist ein geschriebener Koran? Ganz kurz, ich wollte noch zum Koran natürlich zurück, aber vielleicht auch zwei Bilder zurück. Moment, noch eins. Genau. Im Koran werden Schreibmaterialien genannt, Kirtas, Pergament oder vielleicht auch Papyrus, Kitab, Buch, Kalam, Stift, Suhuf, Schriften, Schriftblätter. Juden und Christen werden in den späteren medinensischen Suren als Ahl Kitab, als Leute des Buches, also Vertreter einer Offenbarungsreligion benannt. Es ist auch interessant, dass offenbar zumindest in der Stadt Medina, in die 622 die erste Urgemeinde ja von Mekka aus auswanderte, dass dort offenbar Schreibmaterialien benutzt wurden. In dem zugegebenermaßen sehr langen 282. Vers der zweiten Sure, eine medinensische Sure, ist von diesem Schriftlichkeitsgebot die Rede. Das heißt, der Schuldner soll diktieren, ein Schreiber soll aufschreiben und alles fixieren. Das heißt, offenbar sind hier im juristischen Zusammenhang solche Schreibmaterialien in der Gemeinde in Medina bekannt. Das Thema des heutigen Abends ist Medienwandel über die Jahrhunderte hinweg für die arabische Sprache und für die arabische Literatur. Ganz besonders beschäftigen uns zwei Medienwandel, sozusagen von der Mündlichkeit zum Pergament und der zweite Schritt, wie wir im Laufe des Abends sehen werden, vom Pergament zum Papier mit einem kurzen Ausblick auf die weitere Entwicklung, die dann irgendwann bei E-Mail und Facebook ankommt. Darf ich noch eins weiter vielleicht? Das heißt, wir wissen eigentlich nicht genau, was am Anfang stand. Der Koran war ein mündlich verkündeter Text. Wir wissen aber auch gleichzeitig, so sagt es uns die islamische Tradition, dass mit Billigung des Propheten Schreiber unter seinen Gefährten
Mitschriften anfertigten. Interessanterweise, das mag am zu frühen Ableben des Propheten liegen, hat der Prophet selber sozusagen keinen Kodex oder keine Textsammlung auf schriftlichem Weg vorgenommen. Nach dem Tod des Propheten wurde diese von der ersten Gemeinde vorgenommen. Nach den Angaben der islamischen Tradition müsste man sich das dann so vorstellen, dass die Schreiber und Sekretäre des Propheten, einer darunter ist der berühmte Said ibn Thabit, diese Mitschriften auf sehr unterschiedlichen Materialien, da ist von Pergament die Rede, aber auch von Schulterknochen und Holzstäbchen, wir werden noch welche sehen, dann zusammengetragen hätten und auf diesem Weg sozusagen ein erster Schritt in Richtung kanonisierter Text gegangen wurde. Vielleicht können wir aber auch gleichzeitig die Mündlichkeit des Korans uns etwas verbildlichen. Nämlich auf der einen Seite ist er, wie gesagt, ein fassbares Dokument, ein Kodex, aber es gibt ihn auch in einer Mündlichkeit. Und die Mündlichkeit erlaubt eben, dass der Koran gleichzeitig in verschiedenen Versionen existiert. Und die Flexibilität der Schrift erlaubt es, dass für verschiedene Formen der Rezitation derselben schriftliche Text gilt. Also man braucht sich nicht über die geschriebene Form streiten und kann trotzdem Varianzen in der Mündlichkeit dulden. Und vielleicht können wir uns jetzt die Rezitation anhören dazu. Ja, vielleicht ganz kurz vorweg dazu. Die Rezitation des Korans bildet im Grunde, kann man fast sagen, den Mittelpunkt islamischer Frömmigkeit. Das heißt, es ist fast so, als ob sozusagen das wichtigste Medium beim Koran gar nicht die hier erwähnten Materialien sind, sondern das allereinfachste Medium, das die Menschen besitzen, nämlich die Stimme. Das heißt, die Stimme des Verkünders, die die erste Gemeinde hörte, wird aus islamischer Sicht über Generationen von Leser zu Überlieferer weitergetragen. Und so verstehen sich die Rezitatoren, auch die heutigen Rezitatoren des Korans, als Endpunkt oder vorläufiger Endpunkt einer Überlieferungskette, die bis in das Urszenario hineinreicht. So als würde durch die Rezitation des Textes im Grunde auch die Uroffenbarung präsent gemacht werden. Das Medium Stimme, und Sie werden das an den drei Aufnahmen, wir haben also hier drei vergleichende, drei Lesarten als Vergleich, kurze Stücke ihnen nebeneinander gesetzt, dass Sie einfach mal einen Eindruck bekommen von dieser Art und Weise der Rezitation, aber vielleicht auch der Unterschiedlichkeit. Das sind hier drei verschiedene Lesungen, auch textlich verschiedene Lesungen mit keiner großen Bedeutungsdifferenz bei dem erwähnten Beispiel. Es ist dennoch interessant und charakteristisch für die Textüberlieferung des Korans, dass sie bis in die heutige Zeit verschiedene Textversionen oder Textfassungen kennt. Moment, noch ganz kurz. Das heißt, und dann kommen wir zum Ende. Das heißt, auch wenn wir hier das Medium der Stimme oder die Rezitation des Korans in einer besonderen Rezitationsweise hören, die natürlich auch musikwissenschaftlich beschreibbar ist, würde die islamische Tradition die Charakterisierung der Lesart als Musik eigentlich ablehnen. Ein Musikstück wird möglicherweise mit Instrumenten begleitet, es hat einen Autor, es geht auf menschliche Kreativität zurück. Das würde man bei der Rezitation des Korans nicht gerne erwähnen. Man versteht sich gewisserweise als Präsentmachung eines von Gott gestifteten Klanges, Wortklanges. Rezitation der ersten vier Verse von Sure 20 nach drei verschiedenen Lesarten. Zunächst die Lesung von Asim in der Überlieferung von Hafs, rezitiert von Abd al-Rahman as-Sudaisi. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Lesung von Nafir in der Überlieferung von Warsh, rezitiert von Mustafa Rabi. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن
ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Lesung von Hamza in der Überlieferung von Khalaf, rezitiert von Mashari bin Rashid al-Ifasi. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Ja, hier haben wir also jetzt Beispiele zu der verschiedenen Realisation. Das ist übrigens noch nicht die kunstvolle Art der Rezitation. Es gibt noch eine, wo auf einem Wort stundenlang herumgesungen wird. Das wäre die direkte und kurze. Aber diese Art von Mündlichkeit, und wir hatten damals keine Tonbänder und keine Merks, also wissen nicht, wie Rezitation sich genau im 7. Jahrhundert angehört hat. Es gab aber eine Gedächtniskunst, eine Mnemotechnik. Wo kam die her? Ähnlich wie mit der Literatur hat die arabische Dichtung auch vorher aufgrund von Reim und Metrum existiert. Reim und Metrum in der Dichtung ist natürlich anders als im Koran, ist aber ähnlich. Und diese Gedächtniskultur des Professionellen, der hieß Rawi, des Mannes, der bei jedem Dichter quasi wie ein lebendiges Tonband funktionierte, wurde dann auch auf den Koran angewandt. Und da heißt dieser Beruf heißt anders, das ist der Hafiz oder auch der Qari. Und man konnte quasi diese Technik importieren in den heiligen Text. Sie ist aber älter. Und da muss man vielleicht noch eine kleine noch distinguieren von Mündlichkeit oder mündlicher, oral komponierter, oral improvisierter Dichtung. Die arabische Dichtung war oral, aber sie war sehr, sehr kunstvoll kreiert. Und einer der Dichter, zum Beispiel Nabira, rühmte sich, dass es ein Jahr lang dauerte, bis er eine Ode geschrieben hatte. Was heißt geschrieben? Verfasst. Es ist also eine mündliche Dichtung mit festem Verfasser und mit festem, relativ festem Text. Also es ist keine Improvisation. Aber zurück zur Schrift. Die Schrift, wie gesagt, ist flexibel und in dem Sinne der Realisierung, und es fehlt ihr einiges. Also man sieht mir, hier fehlt fast alles. Die Buchstaben sind da. Wir haben sehr wenige Zusatzzeichen. Hier sehen wir einige Punkte schon, wo gleich aussehende Buchstaben unterschieden wurden. Aber ansonsten ist dieser Text relativ, obwohl er sehr klar geschrieben ist, sehr früh aus dem 1. Jahrhundert, und er ist in Tadschikistan gefunden worden. Soweit reichte die arabische Verwaltung damals bereits. Diese Schrift ist aber dann auch optimiert worden. Man sieht, frühe Philologen haben das Basilikum und Koriander genannt, was über den Text gestreut ist, und wehrten sich zunächst dagegen. Ist aber sehr praktisch, nämlich die Punkte hier zum Beispiel unterscheiden verschiedene Buchstaben, gleich aussehende Buchstaben, B, T, N und ab und zu das J sehen total gleich aus, außer den Punkten. Und das ist eine Seite aus einem Dichter-Divan. Da muss man auch nur die Vokale spezifizieren, und das sind die kleinen Schrägstriche hier. Und dann gibt es noch allerlei andere Zusatzzeichen. Das heißt, wenn man will, kann man das Arabische phonetisch sehr genau realisieren. Das ist so arbeitsam, und wenn man eine normale Zeitung sich anschaut, dann hat man diese Dinge nicht, aber man kann sie für Dichtung, für Lexikographie und dergleichen dazu addieren. Im Allgemeinen sind sie aber weggelassen, und dieses Weglassen, wir lassen das da. Das Weglassen hat nicht nur einen technischen Effekt, also den technischen Effekt der Optimierung. Es hat einen sozialen Effekt, nämlich wenn man einen Text mündlich reproduzieren muss, von dem nur 85% auf der Seite steht, zeigt man, ob man das kann. Und das kann man nur, wenn man den Satz versteht. Den Satz versteht derjenige, der den Satzbau beherrscht, und das ist die Hälfte der arabischen Grammatik, die andere Hälfte ist Wortbildung. Das heißt, wenn man wissen will, ob jemand Arabisch kann, lässt man ihn nur vorlesen. Im Arabischen ist daher das Sprechen, die Grammatikperformance ein Social Skill. Es ist etwas, das von einem erwartet wird, und das zeigt, ob man im Allgemeinen gebildet ist. Das steht dann als Kürzel für Allgemeinbildung. Umgekehrt verhüllt die Schrift
grammatisches Halbwissen. Das heißt, wenn man ungebildet ist, schreibt man eher, als dass man liest. Das ist auch wieder gut. Dann kann man Briefe schreiben und stellt sich nicht persönlich vor. Diese Situation hat aber ein Miteinander von Sprechen und Schreiben kreiert. Und diese Komplementarität ist einzigartig für das Arabische, wo der Mensch, der kommunizieren möchte, eine Reihe von Möglichkeiten hat. Und in dem Augenblick, in dem man Beschreibstoffe hat, kann man entweder persönlich irgendwo hingehen, und wenn das am Türsteher scheitert, das ist auch ein arabischer Beruf, der Hajib, schickt man einen Brief. Wenn der nicht gelesen wird, verteilt man Flugblätter. Wenn die auch nicht helfen, dann schreibt man etwas an die Tür. Und wenn das auch nicht hilft, dann komponiert man ein Gedicht, ein Lied und gibt es jemandem zu vorsingen. Also man hat allerlei Möglichkeiten, Dinge an den Mann zu bekommen. Und die mündlichen sind genauso wichtig wie die schriftlichen. Und die Redaktionsgeschichte des Korans ist da vielleicht ein Beispiel. Das ist nochmal ein Schritt sozusagen zurück, wenn wir uns fragen, was sind denn jetzt die ältesten sozusagen materiell nachweisbaren Zeugnisse, die uns den Korantext in der Geschichte sozusagen als Quellenmaterial dastehen. Interessanterweise ist der erste datierte Nachweis einer ganzen, wenn auch sehr kleinen Sure, der 112. Sure, eine Inschrift auf einem Grab in Zypern, beschrieben von dem Reisenden Al-Harawi. Hier eine Rekonstruktion. Das Originalbild ist noch nicht aufgefunden worden, aber es gibt vergleichbare Grabsteine. Insofern handelt es sich mit geringer Wahrscheinlichkeit um eine Fälschung. Dieses wäre dann der älteste, 650 datiert, im Grab des Urwa ibn Thabit in Zypern. Das ist natürlich, die Inschrift ist nicht das Medium, mit dem der Text weitergegeben wird. Wenn wir dennoch bei der sozusagen Suche nach den hart datierbaren Textnachweisen bleiben, dann ist der Tempelberg in Jerusalem, also der Felsendom auf dem Jerusalemer Tempelberg, ist da ein Ort, in dem wir die erste datierte, größere Textzusammenstellung, die wir heute noch sehen können, finden, und zwar im, darf ich das, dieses zeigen? Also im Kuppelumlauf, also in dem Bereich zwischen Oktogon und Kuppel, dort ist von Abdel Malik, wird das Gebäude 691 errichtet. Dort findet sich eine Inschrift, die um den ganzen Umlauf herumgeht, auf beiden Seiten, in dem eine Art Pastiche von Textstellen aus dem Koran, die sich mit dem Propheten oder mit Christus, das ist sicherlich kein Zufall für einen Jerusalemer Kontext, die eine Person wird sozusagen theologisch nach unten gesetzt, Jesus, ja, während der Prophet in den Texten des Kuppelumlaufs als Prophet, als letzter Prophet Gottes ausgewiesen wird. Diese Inschrift, 691, datierbar in sogenannter kufischer Schrift, als Mosaik ist dort eingesetzt und heute noch zu sehen. Für den sozusagen, wir sind in der Zeit der Umayyaden, in der Zeit des ersten arabischen Reiches, könnte man sagen. Abdel Malik, der Erbauer des Felsendoms, ist eine Art, vielleicht Karl dem Großen zu vergleichen im europäischen Kontext. Die Araber sind zum ersten Mal gelangen zu einem politischen Staatswesen, ein erstes arabisches Reich entsteht, und das hat Einflüsse auf den soziolinguistischen Stellenwert, könnte man sagen, des Arabischen. Das Arabische wird Staatssprache. Wenn in den ersten beiden Jahrzehnten solche Münzen von den Umayyaden in Syrien geprägt werden, dann kann man die noch mit Hilfe der oben ausgewiesenen byzantinischen Goldmünze als Kopie erkennen. Interessant, dass die Kopie aber auch Dinge verändert. Ja? Die Kreuzesdarstellung, die vielleicht für die Umayyaden nicht ganz passend erschien, oft ein Münzbild, die wurde dann etwas entschlackt. So ist dann die sogenannte Stufenkreuz als eine Art Säule auf einer Stufe zu erkennen. Und in den
darauf folgenden Münzen sieht man dann, dass es schon arabische Aufschrift gibt. Sie erkennen hier das modifizierte religiöse Symbol und die Darstellungen des Kaisers ist bereits verschwunden. Und wir haben hier vielleicht nicht unbedingt ein Porträt des Propheten, aber möglicherweise die Darstellung eines Kalifen, das Schwert, das arabische Gewand und möglicherweise eine Peitsche. Das ist etwas umstritten. Ich finde Peitsche ganz passend, weil das ein Attribut ist, was sich auch in den Überlieferungen als Insignium der Kalifen finden lässt, mit arabischer Legende. Im Ostteil des arabischen Reiches oder in dem Bereich, der sozusagen im ehemaligen sassanidischen Reich entstanden ist, finden wir dann solche Münzen noch im Umlauf, sogenannte arabo-sassanidische Münzen, die dann im Grunde fast noch so aussehen wie die davor in Umlauf befindlichen Silbermünzen. Die sassanidische Währung ist aus Silber gestützt und man hat dann solche Beischläge, wie das die Numismatiker nennen. Dort steht also Bismillah, also sozusagen, dass die Münzen bleiben noch persisch erkennbar und werden ganz zögerlich arabisiert. Abdelmalik ändert das dann. Diese Münze datiert um 700, es ist im Jahre 693, also 77 Hijra gezählt, dass das Arabische im Umayyadischen Reich die einzige Kanzleisprache oder die einzige Sprache wird. Die Münzen sind ab jetzt sozusagen auf beiden Seiten arabisch beschriftet. Das ist ein Medium, was für unseren Zusammenhang vielleicht nicht so zentral ist, aber für das, was den säkularen Bereich ausmacht, charakterisiert das vielleicht ganz gut. Ja, wir haben also mit Abdelmalik das Arabisch offiziell als Staatssprache. Und das passiert, das wissen wir relativ genau, ab dem Jahr 797 gleichzeitig mit der Münze. Die beiden Währungen, man hat die gleichzeitig, also Silber- und Goldwährung, waren auch sehr stabil, hat jeder gerne benutzt. Und mit der Sprache war es ähnlich. In sehr überraschender Schnelligkeit breitete sich diese Sprache aus. Und dazu muss man sagen, dass das Arabische nicht irgendjemandes Muttersprache war, sondern eine Kunstsprache, die man lernen musste. Also eine, manchmal nennt man sie Koinese, aber eigentlich ein Misnomer. Es ist eine systematisierte Sprache aus verschiedenen Primärquellen aus dem Koran, aber hauptsächlich aus der frühen Dichtung und der frühen Prosa. Das hat ein gewisses Leveling als Effekt, nämlich jeder muss diese Sprache lernen. Nicht nur die massenweise in die Gemeinschaft gekommenen Nicht-Araber, man hat Perser, Byzantiner, Aramäer, sondern auch die Araber der Städter selbst, nämlich die sprechen inzwischen einen arabischen Dialekt, in dem einiges fehlt, unter anderem Fallendungen, also diese kleinen netten Dinge, die auch in der Schrift nicht auftauchen. Und das ist jetzt doppelt schwierig. Erstens sind sie nicht in der Schrift und zweitens mal spricht man sie nicht mehr zu Hause. Und das sieht man in Papieren zum Beispiel an unheimlich vielen Grammatikfehlern. Aber dadurch ist der Ground wieder, der Boden ist etwas ausgeglichen. Also jeder muss die Schriftsprache, die Arabia, lernen, wenn er beruflich damit zu tun hat. Und das tun hauptsächlich die in der Verwaltung arbeitenden Beamten, die eben oft aramäischen oder byzantinischen oder iranischen Ursprungs sind und die es sehr weit schaffen. Also die Anzahl von Wesirsfamilien nicht arabischen Hintergrundes sind sehr hoch, besonders in der abbasidischen Dynastie. Man hat also eine Eingangskondition der Sprachbeherrschung, die es möglich macht, dass Leute nicht ethnisch arabischen Hintergrundes und Leute auch, die gerade frisch konvertiert sind zum Islam, gesellschaftlich aufsteigen können und sehr erfolgreich werden können. Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verschätzt bei unserer Planung. Jetzt wird es ein bisschen schneller werden. Es ist manchmal doch dann zu zweit irgendwie vielleicht. Wir machen einen Zeitraffer. Wir machen da auch noch einen Zeitraffer gleich, aber fangen wir jetzt schon an mit Zeitraffer. Also man kann sich fragen, Arabisch, wie ist es mit dem Arabischen? Wir wissen, es gibt vorislamische, altarabische Dichtung. Was machen die Araber sonst in der Antike, in der Spätantike? Ist ja ganz interessant, dass einige griechische Schriftsteller aus Menippos, aus Gadera in Umkreis geboren wurde. Wir wissen nicht, ob er Arabisch sprach oder ein semitisches Idiom auch beherrschte, könnte sein. Lukian aus Samosata am Euphrat.
180 nach Christus gestorben, ein römischer Kaiser gar, Philippus Arabs, 249 geboren, hier sein Porträt im Eremitage, hat sich dann auch auf einem syrischen Geldschein eingefunden. Heißt, Araber sind auch in unserer, sagen wir mal, römischen, griechisch-römischen Antike zu finden. Und die Mehrsprachigkeit, also wir können die ja nur sozusagen ansetzen, Philippus Arabs sprach sicherlich Arabisch, bei Menippos oder Lukian, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch Muttersprache Aramäisch. Gott sei Dank. Die Mehrsprachigkeit im Arabischen Reich ist etwas ganz Wichtiges bei Entstehung der grammatischen und sprachlichen Normen. Hier ist eine kleine Zusammenstellung von mehrsprachigen, oder man könnte auch sagen, es sind eigentlich zweisprachige, die aufgelisteten Personen, die für die islamische Tradition sehr wichtig sind. Asim ist ein besonders wichtiger, noch heute rezitierter Leser des Korans im 8. Jahrhundert, Ibn Mukaffa, Literat, Übersetzer, Abu Hanifa, wichtig für die Rechtsliteratur. Al-Khwarizmi, der Name sagt Ihnen vielleicht was in den Lehnwörtern, die es im Deutschen gibt, Algorithmus, als Mathematiker, Al-Bukhari als Traditionssammler der Aussprüche des Propheten und Tabari, der klassische Exeget des 10. Jahrhunderts. Alles persisch sprechende, arabisch sprechende Gelehrte. Genau. Sibawayh ist da ganz besonders zentral, natürlich wurde auch schon erwähnt. Implizit, nämlich er verfasste die erste arabische Grammatik und das auch nach dem Koran das erste arabische Buch ist. Und das heißt auch nur Kitab Sibawayh, Buch von Sibawayh, das hat gar keinen anderen Titel. Daher verdanken wir das ihm und als Nicht-Araber dieses geschafft zu haben, ein sehr systematisch arrangiertes Buch, ist sehr erstaunlich. Aber wir kommen jetzt zu den Medien, und zwar zum Papier ein bisschen. Moment. Ja. Ist das der letzte Teil? Das dauert. Ja. Ja. Der Koran ist ein langer Text und ist geschrieben, aber was vor dem Koran kommt, wir müssen ein bisschen weitergehen. Ja. Was vor dem Koran bereits existiert, sind verschiedene Schreibmaterialien und am Anfang sind die relativ kurz und primitiv. Das sind zum Beispiel Palmrispen hier. Dann gibt es natürlich Papyrus und ich gehe jetzt nicht so ins Detail, ich werde nur einige Bilder zeigen. Da sieht man die Verschiedenheit dieser Layouts und Dokumente. Das ist das höchste datierte Dokument, ist noch zweisprachig, man hat das Griechische drauf. Man kann den Inhalt zusammenfassen mit Schafe dankend erhalten. Das war eine Beschlagnahmung von 65 Schafen durch den Gouverneur. Es ist eine Steuerquittung. Das ist der Brief eines Gouverneurs. Man sieht die recht verschwenderisch geschriebene, den Duktus. Also er hat sehr aufgepasst, dass er da auch nochmal das Datum ist alleine auf einer Zeile. Und Papyrus wurde natürlich per Monopol hergestellt. Das bekam man gar nicht, wenn man als normaler Mensch. Das sind Privatbriefe und die Antwort ist hier auf der linken Seite, auf der Rückseite geschrieben, auch wieder Papyrus sparend. Papyri sind ab und zu, aber das sind sehr seltene Fälle, auch literarisch. Das ist eine Prophetenbiografie, die früheste. Und dies hier ein Rechtsbuch. Und wo man bereits sieht, so ein kleines bisschen, darf ich das mal haben? Rudimentär da oben, das markiert das Ende einer Sektion und das ist der Titel der nächsten Sektion. Da geht es über Almosen. Also das sind die vorpapiernen Beschreibstoffe. Das Ganze ist das ein kleiner Kodex aus Papyrus. Aber mit dem Papier kommt man eben in das interessante 8. Jahrhundert. Zeitlich muss man ungefähr Mitte 8. bis Ende eher 8. Jahrhundert ist es eingeführt worden und auch gleich optimiert. Statt Maulbeerbast nimmt man für das arabische Papier Flachs und Leinen, meistens benutzter Form. Und der Holländer ist wasserbetrieben. Und was dann dabei herauskommt, ist das, also wunderbares Textlayout. Das ist eines der zwei frühesten arabischen Bücher. Also der Text ist schon relativ sichtbar, lesbar behandelt. Und da dies ein Diktionär ist für Homonyme, ist es auch ganz wichtig, dass man da schnell was findet. Nämlich, das liest man nicht von Anfang bis Ende. Das wäre relativ langweilig.
Und der hat sogar Middens. Und wo ein neues Lemma anfängt, hier, um die Zeile nicht zu verschwenden, ist das nächste Lemma dann bereits hier. In diese netten. Und ein lexikografischer Text braucht natürlich phonetisch genaue Realisation, daher die zahlreichen. Das ist ein anderes Buch. Und an diesem Layout ist interessant, ist auch ein typisch arabisches Merkmal hier, diese gestreckten Worte, das geht in dieser Schrift gut. Und warum, das wird Herr Marx uns erklären. Zunächst mal an diesem, darf ich das sehen? An diesem Fragment des aus dem Gharib al-Hadith von Abu Ubaid kann man sehen, dass sich mündliche, dass sozusagen arabische Gelehrtenprosa durch mündliche Züge sozusagen gekennzeichnet ist. Fast ist es so, als ob sozusagen dieses mündliche Lehrszenario von einem Überlieferer, jemand, der dann sozusagen eine Frage stellt, jemand, der darauf antwortet, imitiert wird. Also etwa dieser an den Überschriften steht Qala, jemand sagt dies und das, dann sagte Qala ein anderer und dann Yuqal, sehe ich jetzt gerade nicht hier. Ja, da ist es, ja. Und dann, also sozusagen, es gibt immer sozusagen in der Prosa auch dieses Hin und Her zwischen, so als ob sozusagen die Präsenz verschiedener gelehrter Meinungen oder Gelehrter simuliert würde. Jetzt. Hier kommen wir zu einem anderen sehr frühen Fragment, Nummer 3, die sind jetzt alle aus dem 9. Jahrhundert. Da sieht man, dass es auch Populärtexte gab. Dieses ist leider sehr schlecht erhalten. Man kann aber noch sehen hier, Kitab, Buch, Fihi, Hadith, hier die Tinte, das Papier weggefressen, das war diese etwas beißende Galapfeltinte, Alf, Layla. Also das ist 1000 Nächte, die 1001. fehlt noch. Das ist auch nur das Frontispiz ist erhalten, weil Rechtsanwälte da irgendwelche Formeln drauf getestet haben. Das war nicht so gut, aber das Gute ist, sie haben es datiert. Also das ursprüngliche Buch muss vor 879 geschrieben worden sein. Und das ist eben eine Vorform von 1001 Nacht, was wir heute noch haben. Nun. Der Medien, also. Wir haben jetzt sozusagen den zweiten Medienwandel schon angesprochen, vom Pergament zum Papier. Das Pergament ist sicherlich auch in der frühen Zeit, in dem der Koran sozusagen als Kodex dann verschriftlicht wird, auf Pergament geschrieben wird, vielleicht auch eine theologische Aussage vor dem Hintergrund, dass sozusagen im Nahen Osten Christen sich dafür entschieden haben, die Bibel oder die Bibel auf Pergament in Kodizes zu schreiben. Hier ist möglicherweise auch wieder das Szenario der Konkurrenz möglicherweise ausschlaggebend. Das Arabische Reich unter Abdelmalik ist dann auch sozusagen finanziell in der Lage, teure Kodizes herstellen zu lassen. Beim Medium Papier ist es natürlich eigentlich ganz interessant zu sehen, wie schnell sich dieser Medienwandel verändert. Ja, man könnte aus europäischer Perspektive, wenn man sieht, wie das Papier in Europa, wie langsam das Papier in Europa verwendet wird, es braucht vom 12. bis zum 15. Jahrhundert relativ lange Zeit, bis es sozusagen zum Massenmedium wird. Es wird dann durch die Entstehung der Drucktechnik ab dem 15. 16. Jahrhundert sozusagen beschleunigt. Dieser Medienwandel, der in der arabischen Welt einige Jahrhunderte vorher stattgefunden hat, findet erstaunlich schnell statt. Wie kann man das erklären, wäre eine Frage, die sich da uns stellt. Warum ist es so, erstens ungleichzeitig, na gut, der Kontakt vielleicht zu den Chinesen ist schon früher da gewesen, aber wieso breitet sich das Papier so schnell aus? Da kann man vielleicht mit einem kleinen Filmausschnitt weitermachen. Es ist ein imaginierter Buchmarkt aus einem ägyptischen Film, aber da gibt es einen kleinen Eindruck davon. أرجوك يا سيادة الوالي أنا محتاج للكتاب ده في البحث بتاعي ومعي كف أنت محتاج بزيادة أقول لك خده
هات هات سبعة هات فلوسك. Der Buchmarkt, wie gesagt, die Realisierung ist Yusuf Shahin, aber im Prinzip gab es solche Märkte. Wir wissen von Souks, in denen Gelehrte und andere Kopisten, andere Leute sich aufhielten. Und in der arabischen Kultur passiert eben einiges andersherum. Ich zitiere hier Dana Sajdi, die zur frühen, zum Buchdruck, im arabischen Buchdruck und zum Vorleben dazu gearbeitet hat, auch hier am Wissenschaftskolleg, die gewisse Trends, die in Europa mit dem Buchdruck passieren, Fixierung der Sprache, Verbreiterung des Lesepublikums, sind eben Dinge, die aufgrund des Papiers und der Schriftbenutzung sehr viel früher passieren. Und das sind zwei der Faktoren, nämlich wenn man sich mit Technologie befasst, ist die Gefahr immer, dass man sich zu sehr mit der Technologie befasst und sie nur funktioniert, wenn man mit den Menschen, mit den Leuten, die das Wissen konsumieren, produzieren, wenn man sich damit befasst. Und diese gab es eben vor dem Papier bereits, sodass eine Textkultur, eine mündlich existierende Textkultur und eine teilweise verschriftlichte Textkultur dann nur noch das Papier nehmen musste und damit sich weiter fortentwickelte. Und das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für populäre Bücher. Hier haben wir ein anonymes Fragment einer Geschichte und da, man kann nur noch lesen darauf hier. فرق الموت بينهما, der Tod trennte die beiden und hier sieht man zwei Gräber. Also schätzungsweise ist es eine dieser Liebesgeschichten, wo eben beide entweder zusammengestorben sind oder eine nach der anderen von deren Titel ist im Fihrist, im erhaltenen Buchkatalog des 10. Jahrhunderts, ungefähr 10 Seiten. Also diese Populärbücher gab es auch, das Lesepublikum im 9. und 10. Jahrhundert war einfach unheimlich groß. Die Frage, die man da vielleicht auch stellen würde, ist, was bringt das Papier jetzt eigentlich neu? Ist es lediglich sozusagen ein Beschleuniger in der Verbreitung? Trägt dazu bei, dass sich die Masse an Büchern sozusagen multiplizieren kann? Sicher, wir haben dieses beeindruckende gewissermaßen Verzeichnis lieferbarer Bücher aus Bagdad aus dem 10. Jahrhundert. Aber was ist sozusagen qualitativ dabei in der arabischen Literatur passiert? Es ist tatsächlich so, dass manche Bücher nur Mitschriften von mündlich konzipiertem Text sind, also Kompilationen. Und so sehen sie auch aus. Aber zum Beispiel mit Al-Jahiz, dem Erfinder des Essays, wird Text dann auch schriftlich konzipiert, ist eine kontinuierliche Prosa. Aber die muss erst erfunden werden, die gibt es erstmal nicht. Die kommt mit dem Buch als geschriebenem Medium. Und dann im Weiteren, wenn man jetzt fragen würde, weiterhin, was passiert in dem Moment, als es das Buch gibt? Unheimlicher Aufschwung der Prosa, sehr viele verschiedene Wissensgebiete. Ich will sie nicht alle aufzählen, aber es geht so von der Tradition bis in die Historiografie, Übersetzung und so weiter. Man würde es natürlich dann fragen, wo wir so viel am Anfang über Mündlichkeit gesprochen haben. Wir haben gesehen, dass sie zum Teil dann in der gelehrten Literatur sozusagen noch simuliert wird. Aber was passiert jetzt mit dieser mündlichen Tradition, also ob das jetzt also poetische Mündlichkeit, was ist mit dem mündlichen Aspekt bei all dieser Verschriftlichung, die wir sozusagen medial beobachten können? Nun ja, das Buch, man liebt das Buch, das ist vollkommen richtig und es gibt in verschiedenen schriftlichen Werken Oden an das Buch und Lobpreisungen, es ist beschrieben, es ist praktisch, direkt, portabel, permanent und bequem, das kommt einem irgendwie bekannt vor, es ist dialogisch, es ist ein Multibuch, es ist multikulturell, es ist ein Araber, es ist ein griechischer Arzt, also das Buch hat allerlei Vorteile, es überlebt einen für die Nachwelt. Und es gibt sogar bereits Bücher, die sich gegenseitig kritisieren, also über Zuverlässigkeit, über also frühe Medienkritik. Aber die Mündlichkeit stirbt nicht aus. Also sie lebt weiter. Erstens mal als Fiktion, als imaginierte Mündlichkeit, die also ein Teil des schriftlichen Repertoires wird. Und sie wird quasi museal. Also sie behält weiterhin einen sehr, sehr hohen Status, wenn man sie auch lange nicht mehr so benutzt, wie das vorher der Fall war. Gut, wir kommen damit vielleicht so ungefähr gegen Ende des Vortrags an. Wir haben einige Kapitel verkündet.
kürzt oder vielleicht auch überschlagen, aber wir haben auch noch Zeit in der Frage vielleicht, wenn es Fragen Ihrerseits gibt. Man kann sich überlegen, wir haben zwei solche medialen Wandel, sagen wir mal von der Stimme zum Pergament, Papyri sind dann sozusagen in der Alltagswelt stärker verbreitet. Der zweite Wandel ab dem 8. Jahrhundert, Ende des 8. Jahrhunderts vom Pergament zum Massenmedium Papier. Auf die Studie von Dana Sajdi hat es zu verwiesen, dass sozusagen Buchkultur entsteht ohne Buchdruck. Das heißt, so hat Dana Sajdi in einem Aufsatz nahegelegt, dass sozusagen die europäische Betrachtung auf medialen Wandel auf eine gewisse Abfolge wartet und sozusagen auf den Buchdruck wartet, bis dann etwas anderes daraus entstehen kann. Diese Zwangsläufigkeit muss man vielleicht für die arabische Literatur in einigen Punkten korrigieren. Und es ist ganz interessant vielleicht, dass wir beim Arabischen möglicherweise eine spätantike Weltsprache haben, deren grammatische Norm ist von Inschriften an erkennbar ist. Hier eine aus dem 16. Jahrhundert, der Papyrus von Ahnas in Ägypten, griechisch-arabischer Papyrus. Das ist die berühmte Quittung der empfangenen Schafe, die der Gouverneur dort quittiert. Auf Papyrus, es dauert einen kleinen Moment, wir kommen dann zum Koran, der verschriftlichte Koran, der in der Umayyadenzeit sozusagen diese Form enthält, gewisserweise vorkalligraphisches Arabisch, das ist ein ordentlich geschriebener Text, aber er ist noch nicht sehr kalligraphisch. Hier sieht man bereits, dass sozusagen in der schriftlichen Fixierung bereits ästhetische Kriterien erkennbar sind, die Zwischenräume sind regelmäßig, es gibt so eine Art Musterstruktur, die man auch erkennen kann, wenn man überhaupt kein Arabisch kann. Der Text ist ausgefüllt, er füllt die Seite optimal aus. Das Arabische nimmt seinen Lauf über sozusagen säkulare Genre. In der arabischen Literatur kennt solche Tierbücher, biologischen Abhandlungen, Kosmografien, weiter. Eine interessante Handschrift aus dem rechtlichen Bereich, der Hadith-Sammlung Fath al-Bari. Darf ich das mal gerade? Sekunde. Also die Hadith-Sammlung, das ist besonders wichtig für die Juristen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sozusagen das Kerngeschäft oder auch ein großer Teil dieser in Massen hergestellten, abgeschriebenen Papierhandschriften sich diesem zentralen Bereich islamischer Gelehrsamkeit, dem Recht, widmen. Es ist ja weniger sozusagen die Exegese oder Dogmatik, die wir jetzt christlich so ansetzen würden als Kern einer Theologie, sondern es ist das Rechtsgeschäft. Und dann sind solche aufgebauten, man würde vielleicht heute sowas wie Hypertext verwenden, um die Struktur solcher Seiten zu verstehen. Man hat also hier ein Hadith, dann den Kommentar des ersten Gelehrten, der das dann analysiert, die Grammatik, die Lexikographie, manchmal kommt altarabische Dichtung auch vor. Und dann ist das Ganze sozusagen wieder eingerahmt in einen rezenteren Kommentator. Ja? Also sozusagen diese verschiedenen Schalen simulieren eigentlich so die Auseinandersetzung mit der Tradition. 1001 Nacht, Alf Leila wa Leila, wurde bereits erwähnt, hier in einem Druck aus dem 19. Jahrhundert. Der Druck ist dann für den Koran auch ein wichtiger Schritt. Der Koran wird Massenware im 20. Jahrhundert. Korandrucke kennen wir bereits aus dem 19. Jahrhundert, in der Regel als Lithografien. Das heißt, da ist im Grunde auch noch der Übergang, wie soll ich sagen, von der Handschrift sozusagen leicht gemacht. Ein Kalligraph ritzt oder schreibt eine Seite, die dann sozusagen kopiert wird, auch noch nicht in solch hohen Auflagen, wie das dann die Arena Druckausgabe möglich macht aus dem Jahre 1924. Sie ist auch nicht die einzige geblieben. Es gibt im 20. Jahrhundert mehrere Dutzend neue Druckausgaben des Korans, die alle eigene Wege gehen. Viele Staaten haben mittlerweile das Bedürfnis, wie Libyen, Pakistan, Nigeria. Also dort werden eigene Druckausgaben vorbereitet. Zeitung ist ganz wichtig, Radio Kairo in den 50er Jahren, als Kairo noch der Mittelpunkt der arabischen Welt war und Nassers Reden von Saud el-Qahira, Stimme Kairos, in der ganzen arabischen Welt gehört wurden. Das Fernsehen trägt auch dazu bei mit Al Jazeera, dass sich gutes Hocharabisch oder mehr oder weniger gutes Hocharabisch verbreitet.
Al Jazeera legt sehr viel Wert auf solche Flexionsendungen zum Beispiel. Das hier bezieht sich auf die jüngsten Ereignisse in Tunesien, vielleicht aber auch schon auf Ägypten. Und das ist selbstsprechend. Und wir kommen dann schließlich zu sowas wie diesen Büchern. Das ist ein Roman. Eigentlich sind es zusammengeheftete E-Mails, die dann so tun, als ob sie ein Roman wären. Das nennt sich Banat Ariad, also die Girls von Riad, heißt es in der deutschen Übersetzung, vor wenigen Jahren in Saudi-Arabien geschrieben, gedruckt in einem anderen arabischen Land und im Deutschen auch mittlerweile erhältlich, bis hin zu dem, was manche Leute ja sowas nennen wie eine neue Nachrichtenagentur mit gewissen politischen Dimensionen. Und da ist vielleicht doch ganz interessant zu sehen, dass vielleicht, hoffe ich zumindest, keine für Sie irritierende These, dass das Arabische vielleicht ja die einzige heute noch aus der spätantiken Welt, zumindest aus der spätantiken Welt des Nahen Ostens, hervorgehende Literatursprache im Grunde in der gleichen oder mehr oder weniger in der gleichen Weise erhalten geblieben ist und es zu mehr als 10 Millionen Facebook-Seiten geschafft hat. Dahinter steckt im Grunde auch etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen können, dass dadurch, dass diese arabische Norm so stabil geblieben ist, das heißt nicht, dass die Araber in dieser Sprachnorm, die dem Latein sehr ähnelt, groß werden und erzogen werden. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie würden heute in einen arabischen Buchladen gehen, in irgendeinem arabischen Land, und Sie würden eine Art Mittelwert bilden aus den Autoren, der Todesdaten der Autoren und jedes Buch zählen, dann würden Sie bei einer europäischen Buchhandlung vielleicht, bei einer deutschen Buchhandlung, weiß ich nicht, sicherlich viel, viel weiter in der Neuzeit liegen, vielleicht im 19. Jahrhundert, als in der arabischen Welt. Also auch säkulare arabische Buchhandlungen oder auch Internetverkäufe, da kann man das ganz gut erkennen. Dieser Mittelwert würde, ich weiß nicht genau, ob ich die Zeit habe, das mal auszuzählen, aber ich würde schätzen, der würde irgendwo bei 1200, 1300 liegen. Ja? Das ist eine ganz erstaunliche Sache, dass das Arabische im Grunde einen Zugang bietet, der es vom Facebook rückwärts bis zu den Steininschriften des Nahen Ostens schafft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus